Heute wird spicy. Yes. Spicy. Boy. Wir roasten eure Tinder-Profile. Und wir sind richtig gemein. Ja, ist nicht gar nicht meins. Fußballfans, die sind immer so besessen von Fußball. Aber ja, das Bild ist Arsch. Ich muss sagen, ich stehe sehr auf natürlich. Willst du mal so French sein? Achso, ich meine, sie waren nicht so natürlich. Achso, scheiße. Nee, aber wir hätten jetzt Tinder-Profilbilder, Profile von euch, von unseren Zuschauern, von dir und mir. Und wir gucken mal, ob wir so rausfinden, ob das dein Profil ist oder von mir. Mhm, ich bin ja mal gespannt. Erstes Profil. Boah! Da, warte. Darf ich was sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Beziehung abgemacht ist. Ich weiß auch nicht. Das ist eine neue Situation. Ich kann ja rein objektiv sagen, das ist eine gut aussehende Frau. Ja, die sieht gut aus, aber die hat einen Filter drauf, ne? Ja, die hat einen Filter drauf. Aber keine Frau kommt an meine Freundin ran, jemals. Punkt. Ja, ist doch richtig so. Nee, das meine ich jetzt ernst. Ja, sie ist toll. Keine Frau jemals. Das ist schön. Okay. Also ich finde, sie sieht smash aus. Ich würde mir aber gerne weitere Bilder von ihr angucken. Okay. Weil sie hat ja einen Filter drauf und ich muss ihr Gesicht sehen. Hat sie auch wieder Filter drauf? Ich glaube, das ist halt Make-up, oder? Nee, die hat auch irgendeinen Filter drauf. Ich bin zu dumm, sowas zu erkennen. Sie ist confident, coole Tattoos. Okay, meine Hobbys sind weinen, dissoziieren, Eiskaffee trinken und eine Mahlzeit nennen. Das mit weinen fühle ich. Aber ey. Ich würde sie liken. Ist das jetzt deine Zuschauerin oder meine? Ich würde sagen. Ich glaube, es ist deine, oder? Ich glaube auch. Ja, das ist so dein Vibe. Ich glaube auch. Das ist mein Vibe? Okay. Wir machen weiter. Okay, Henry. 1,94, Hamburg, Macher. Das erste Bild ist cute. Das ist wirklich cute. Das ist schon cute. Das ist jetzt ein bisschen ick. Ja, aber was erst. Das ist wieder cute. Echt? Du findest das? Das ist ick. Das ist cute. Doch, cute? Der ist cute. Ja, okay, kurz zeigen, was man hat. Ich finde, man darf. Ja, natürlich. Ich finde, man darf. Guck mal, du trainierst so hart dafür. Ja. Zeig das doch. Und auch lustig. Und hat ein Insta aber auch verlinkt, ne? Ja, aber ich finde das ganz praktisch, weil dann kann man mehr stalken. Ein bisschen jung, aber cute. Bin ich ein Jahr jünger als du? Ja. Okay. Ich mag Ältere. Die sieht auch Helena aus. Ach, ich will erst mal Bilder gucken. Wichtig. Ich finde, sie guckt immer gleich. Sie könnte mal anders gucken. Da sieht sie hübsch aus. Das ist hübsch, Girl. Du siehst richtig schön aus, wo du auf dem Boden liegst. Sie geht falsch im Springen in der Freizeit, spielt Schlagzeug, hat zwei Katzen. Alter. Es ist voll komisch, weil ich will jetzt auch. Ich darf nicht gemein sein, aber ich darf jetzt auch nicht zu nett sein. Das ist too much. Okay, zu Jeremy. Du Dudes darf ich reden jetzt an. Der sieht knuffig aus. Übel. Guck mal, wie er da steht. Er ist ein Undercover-Boomer. Bisschen dad-mäßig. Ja, Undercover-Boomer, sagt er ja. Ah ja, der sieht so aus, als würde er den Daumen hoch schicken. Ja! Wie vom Dad. Aber der sieht aus wie ein Zuschauer von mir. Ich finde das 100% mein Zuschauer. Der sieht schon aus. Ja, ja, true. Safe. Der Hund ist süß. Übel. Ich glaube, Jeremy liebt sein Leben. 22. Der sieht ein bisschen älter aus. du siehst ein bisschen älter aus. Lotta. Was ist das denn? Das ist süß. Das ist ein das sehr cutes Bild. Aber nice. Sie ist sehr jung. Guck mal, sie ist 18. Ja. Sehr jung. Queer. Süß, süß. Ich glaube, das ist eine Followerin von mir. Hat eine Ausstrahlung. Ja, du bist sehr hübsch. Oh, ja, auch auf jeden Fall. Übel cute. Girl, look at you. Ganz kurz, was ist, wenn jetzt eine Frau jünger ist als du? Wäre das dann so ein Ding? Wenn sie 18 ist, wäre mir das zu jung. Okay. Wenn sie jetzt so 20 ist, würde ich sagen, okay. Aber 18 ist mir zu jung. War auch immer bei mir die Sache so, steht eine 2 vorne, safe, Abfahrt. Ja, weil man ist ja auch komplett in anderen Lebensrealitäten und Welten. Voll. Dann, ne? Also ich muss auch sagen, wenn so auf den ersten Blick voll süß, aber wenn sie mir ihr Alter verraten würde, würde ich instant sagen, okay, nee, sorry. Cynthia. Das erste Bild ist ein bisschen dunkel. Ja. Das muss ein bisschen heller sein. Ja, genau. Du hast so ein schönes Gesicht. Trau dich ins Licht. Ja, das ist kein Gesicht. Lieber sowas als erstes. Genau, das ist cute. Text me first if we want. Oh, das finde ich ein bisschen unsympathisch. Ja, bei manchen Dating-Apps muss ja auch die Frau zuerst. Ja, finde ich viel besser. Ich weiß halt nie, was ich schreiben soll. Einmal. Ja, guck, und so ist jeder Typ gezwungen, immer zu schreiben, weil sonst schreibt keine Frau. Okay, die schreibe auch manchmal. Aber einmal habe ich so einfach so, hey, wie geht's, geschrieben. Und der Typ so, was Besseres ist dir nicht eingefallen? Ja, weil der Anspruch von Frauen an Typen immer so ist, du darfst nicht hey schreiben. Dann kriegst du keine Antwort quasi. Schreib zurück, wenn mir jemand hey schreibt. Ich hätte noch nicht gematcht, wenn das nicht. Ja, aber das machen die meisten Frauen nicht so. Die sind auch so, ja, hey, schreib mir ein halbes Buch. Wirklich? Ja, ja. Steffi. Auch so cute. Wir haben cute Follower. Übel. Würdest du? Ich würde niemanden, ich habe eine Freundin, also, es gibt keine tollere Frau als sie. Entschuldigung. Lisa. Süß, aber Filter. Zu viel Filter? Ich finde das nicht so nice, wenn man auch immer Filter auf dem Gesicht verwendet. Aber hast du auch dein Buddybild wieder? Hübsch. Du wolltest ja dein Buddybild. Ich bin nicht so auf Buddy, ich bin vor allem Gesichtmensch. Glaube ich dir nicht.
ich bin ausschließlich an einer F-Plus interessiert, die Erfahrung im Bereich BDSM gemacht hat und dominant ist. Okay, sie weiß, was sie will. Zudem müsstest du besuchbar sein. Okay, außerdem habe ich ein DS-Verhältnis mit meinem Dom. Das heißt, diese erlaubt mir auch, mit anderen Menschen meinen Spaß zu haben. Solltest du mit einer Standardkonversation ein Gespräch beginnen, werde ich dir nicht antworten. Guck, das meine ich. Du musst schon mehr machen als Typ. Was heißt denn DS? Ja, so ein bisschen er muss ihr was erlauben, was sie dann machen darf. Ah. Aber so mit Consent, dass er ihr Sachen verbietet, mäßig. Oh, nee, das wäre gar nicht meins. Da wäre ich so... Also, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Dudes jetzt hier reinsliden. Ja, dann viel Spaß mit Lisa. Wir sind viel zu nett zu unseren Zuschauern. Ich kann jetzt aber nicht so gemein sein. Okay, Lennart, du bist bestimmt ein Hurensohn. So, nein, sieht auch cool aus, Lennart. Aber die wollen alle nichts Festes. Offen für Festes, sagt er aber. Ach so, oh, habe ich nicht gelesen. Und er ist Leverkusen-Fan. Oh nee, aber das ist nicht meins. Gar nicht meins. Fußballfans, die sind immer so besessen von Fußball. Habe ich das gesehen. Ich finde, das ist das Äquivalent. Zum Pferdemädchen. Ja. Ein bisschen mal. Aber kommt drauf an, wie man Fußball guckt. Ja, wenn die so vor dem Fernseher sitzen und so übel aggressiv werden und irgendwas gegen den Fernseher werfen. Boah, ich muss aber sagen, ich habe mit meiner Freundin auch WM jetzt geguckt. So. Ja. Und wir waren auch ein bisschen aggro zusammen vor dem Fernseher, obwohl sie gar kein Fußballfan ist. Aber sie hat es richtig gefühlt. Oh. Und es war ein sehr schöner Bonding-Moment. Aggressiv zusammen. Ja! Hast du einen gemeinsamen Feind? Schweiß es zusammen. Ja, das stimmt. Decadoria. Decadoria, Alter, was ist ein Name? Das ist ein heftiger Name. Der ballert. Aber warum ist ein Fisch zwischen den Beinen? Sehe ich gerade erst. Ich gucke die ganze Zeit Decadoria. Dahin. Decadoria, warum ist darauf gewartet, Fisch zwischen dass du es siehst. Ich gucke hin und... Also, ist ein lustiges Bild, aber warum ist ein Fisch zwischen deinen Beinen? Vor allem frage ich mich, hat sie ihn reingefotoshoppt oder hat sie ihn... Ist er echt? Weiß ich nicht. Boah, das wäre schlimm. Das kann auch ein Fake-Fisch sein. Das wäre schon sehr ick, wenn der echt... Ja, das wäre schon ein bisschen ick. Andreas, wäre echt lustig, fährt so Motorrad, ein bisschen Quad, zum Driften. Das ist schon cool. Hot. Geht auch wandern oder in Bäume. In Bäume. Und nachher umarmt er Bäume. Ist das was Schlimmes? Weiß ich nicht, Bibi macht das doch. Macher. Aber der sieht cute aus. Doch. Tatsächlich finde ich es attraktiv, wenn Männer irgendwie Motorrad oder sowas... Echt? Ja. Krass. Ich finde vieles auch, glaube ich, ein Ick. Findest du? Ich fände jetzt, wenn eine Frau so ein Bild hätte, wäre es ein Ick für mich. Ich finde es bei Frauen übel hot. Ich finde es ein Ick. Nee, wenn... Doch. Stell dir vor, der kann dich mitnehmen. Ja. Dann hältst du dich so fest. Und dann fahrt ihr zusammen in den Sonnenuntergang. Naja, ich finde es ein bisschen Ick. Nee. Also bei Frauen. Bei Männern ist mir egal. Doch, bei Frauen, auch bei einer Frau, die ist so vor dir. Nee. Ich bin übrigens bi. Auch Frauen, die zu viel Wert auf Auto legen, finde ich auch ein bisschen ick. Ja, die so Auto-Tuning oder sowas machen. Bei Autos ist was anderes. Finde ich so, weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Aber wenn die eine Passion haben, ist doch schön, wenn Menschen eine Passion haben. Ja, kann jeder machen, was er will. Ich sag nur, ich ist ja für mich nur. You. You oder Ju? Immer You. Die ist 18. Ach so, es fühlt sich falsch an. So ja, dachte ich auch. Ich dachte auch gerade, dass ich da nichts zu sagen darf. Ja, ne, so ein bisschen so Side-Eye. Wir sind nicht der Wendler. Das ist aber wieder sus hier. Was ist denn das jetzt hier? Vielleicht ist sie eine offene Beziehung. Das steht hier auf jeden Fall nicht. Monogamie. Oh. Aber wer ist er? Er steht ein bisschen zu sus hinter ihr. Ja, ne? Ja. So eine Boyfriend-Pose ist das. Nee, das ist wirklich eine Boyfriend-Pose. Oder der Bruder? Also man muss dazu schreiben, wer das ist. Also oder halt... Vielleicht, wir sind jetzt die Lulu, vielleicht wollte sie auch einfach nur sehen, wie groß, also so zeigen, wie groß sie ist. Aber nee, das ist sus. Oder das sie, ist gibt einfach so, sus. Sie sagt so, guck mal, das könntest du sein. verstehe ich. Könnt aber dahin schreiben, das könntest du sein. Ja, genau. Ja, da wäre ich mir vorsichtig, Alter. Ju, nochmal eine Ju. Wie viele Ju gibt's denn? Aber das ist jetzt Ju. Okay, das ist Ju. Oder Ju, hübsch. Nice Aura. Da hast du wieder dein Körperfoto, was du wolltest. Ich bin überhaupt nicht so auf Körper. Ich gehe nicht so auf Körper. I support a man right to shut the fuck up. Ist schon ein bisschen gemein, ne? Ich mag das nicht so gerne, so böse Sprüche über Männer. Aber wir haben viel zu wenig Männer. Wir haben wirklich viel zu wenig Männer. Ja. Gucken, ob die noch kommen. Wir haben eine sehr weibliche Zielgruppe. Ja, ich habe das mal geguckt, bei Streams sind 70% bei mir weiblich einfach immer dran. Ah, die Geiern. Safe. Ich schwärme die ganze Zeit vor meiner Freundin, also die können gar nichts geilen. Ja, weil dann schreist du dieses Boyfriend Material. Das ist wirklich so ein Ding, wenn man so offen so kommuniziert, so ey, man hat Freundin, die Stars und bababa, nicht available, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Frauen dann einen attraktiver finden. Ja, safe. Weil du irgendwie so, oh mein Gott, den wollte jemand. Jetzt will ich ihn auch. Aber also ich würde niemals jemanden ausspannen, um Gottes Willen, ne? Und ich habe gehört, dass das so ist. Aber ich crush halt auch immer auf die, ne? Also...
Ich muss halt auf die quatschen. Ach so, ja. Ich bin verfallen. Ich bin nicht mehr zu retten. Egal. Das ist süß. Das freut mich. Okay, Basti, wer war ein Typ? Okay, das ist ein nice Foto. Der sieht cute aus. Das auch nice. Mhm. Das auch nice. Das abenteuerlustig. Ist auch gut gecolorgraded. Übel geil. Schönes Blau. Schöne Blauwerte. Ja. Nice Frise. Auch cute. Übel cute. Und er zeigt, ey, ich habe einen coolen Freundeskreis. Er hat Freunde, Gott sei Dank. Ist auch schön. Ja, businessmäßig so. Ja, auch wieder gut. Und ich habe ein Hemd, ich kann auf ein Date gehen. Ist das ein Joint? Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber das zeigt, er kifft halt. Und das ist halt cool für Leute, die auch kiffen. Aber er entspricht ein bisschen dem Klischee, ne? Ja. Er sieht schon so ein bisschen so klischeehaft aus. Ja, komm. Oh, ich würde ihn liken. Und das Ding ist, guck mal, er hat ein oberkörperfreies Bild, aber nur so subtil Oberkörper. Er zeigt so richtig schön Bizeps, aber... Ja, wirklich? Ja, das ist ein perfektes Bild, um sein Body zu zeigen. So, man weiß, das wird ein guter Body sein, das siehst du. Aber er sieht sehr cute aus. Übel. Er hat auch Ahnung von Fotografie. Willst du liken? Ich würde liken. Komm, wir liken mal. Okay. Ich habe deinen Gesichtsausdruck nur aus dem Augenwinkel gesehen. Da ist jemand interessiert, Carina. Wohnt in Köln. Oh, die ist ja übel hübsch. Guck, Köln. Wie hübsch sie ist. Das Outfit nicht ist weit weg. Hübsch. Ich muss sagen, ich stehe sehr auf natürlich. Fühle ich sehr. Fühle ich sehr, Alter. Und da ist... Willst du mal so French sein? Oder? Ach so, ich meinte, sie war nicht so natürlich. Ach so, scheiße. Sie hat Lippenfiller. Siehst du nicht? Sie hat Lippenfiller. Das ist Lippenfiller. Ach, wusste ich nicht. Ja. Nein, aber die ist doch hübsch, übel ja, hübsch. Sie ist übel hübsch. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre so Slay Girl. Ich wäre so bei ihr so Girl. Ja, gönn dir. Weiter, Lara. Süß, guck mal, sie hat... Boah, das ist ein cooles Bild. Ja, das ist ein cooles Bild. Schöne Farben, Alter. Und kein Mauerblümchen. Ich finde es ein bisschen, wenn jemand sagt, ich bin kein Mauerblümchen. Ja. Das ist wie die Leute sagen, die sagen, dass sie im Bett nicht Vanilla sind, weil die Leute sind meistens richtig Vanilla. Oh, das kann wenn sein. Wenn du sehr oft betonst, du bist nicht Vanilla, dann bist du Vanilla. Ja, oder wie die Menschen, die sagen, ich bin richtig crazy. Boah, die sind nie crazy. Die sind nie crazy. Die machen dann vielleicht mal mit so einem Hugo, woo, yeah. Ja, genau. Aber die sind nie crazy. Das stimmt. So, ich habe crazy Menschen kennengelernt. Ja. Aber Leute sagen, die sind crazy, die sind nicht crazy. Genau, und deswegen finde ich das ein bisschen ick, wenn sie so schreiben. Ja, verstehe ich. Ich bin kein Mauerblümchen. Verstehe ich. Anni. Die sieht cute aus. Jemand zum Online-Zocken wäre cool. Und kann mir bitte jemand zeigen, wie man vernünftig im Freihandelbereich trainiert? Danke. Das können hier bestimmt viele Männer gerne zeigen. Ja. Oder auch Frauen. Doch, ja, ist stabil. Aber ja, ich würde auch sagen, Zuschauerin von mir. Ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass sie einfach mal irgendwann geschrieben hat und ich hatte einfach geantwortet, deswegen kenne ich vielleicht das Gesicht, aber... Aha. Nicht so ein Ding. Nicht so ein Ding. Da, du bist cute. Cute Maus. Soll ich euch connecten? War nur... Nee, alles gut. Alles gut. Luna. Auch cute. Ich guck gleich. Ja, das ist cute. Die Haare stehen dir richtig gut. Bisschen auf... Auf. Auf Baddie. Mhm. Was ist das? Im Rucksack? Falsch rum ist das Bild. Das würde mich ein bisschen triggern, dass es falsch rum ist. Ist es falsch rum? Ja, ja. Oder? Doch. Ja. Ja. Das Bild ist Arsch. Aber, das musst du drehen, Girl. Ja. Top 10. Katze, Familie, Tiere, Pasta, Musik, Bücher, Kuscheldecken, Pflanzen, Reisen. Und du? Oh, der ist nice. Der ist nice. Doch, die würden wir liken, ne? Dich liken wir. Ursi. Oh, das ist aber ein süßes Bild. Der Name ist interessant. Wir haben voll die hübschen Follower. Ja, ne? Hey, guck. Auch wenn ich Follower auf der Straße sehe, denke ich mir ganz oft so, boah. Fühl ich. Wie hübsch. Fühl ich. Nice Aura auch alles. Aber warum lächelt sie immer so? Ach, lustig, ey. Wie lächelt sie normal? Aber war das, ja genau, dann ist es scherzhaft, ne? Das ist ein lustiges Lächeln. Süß. Ja, sehr süß. Eins sein, zwei sein, frei sein. Sie sucht nur nette, neue Bekanntschaften. Sie sucht nicht die Liebe des Lebens. Da sind wir falsch hier. Okay, aber ich bin auch so, in meinen aktiven Dating-App-Zeiten waren auch so ein paar Frauen da immer so, ich habe einen Freund, ich suche hier nur nach Freunden. Mhm. Und ich war so, dann kannst du dich bei Bumble Friends anmelden. Ah, ist das extra? Gibt's eine extra App? Ja, es gibt Bumble Friends, genau. Ah. Aber warum bist du auf Tinder? Also, sus. Ja, sehr, sehr sus. Da habe ich nie so geglaubt, dass sie nur nach Freunden sucht. Da wäre ich auch, würde mich interessieren, ob der Partner es dann weiß. Wäre Red Flag, Alter, für mich. Übel Red Flag. Ja, voll. Schade. Oh, Alter. Katharina. Die erinnert mich an Carina Pusch, ne? Übel, ja. Übel. Okay, da ist nicht mehr so doll. Das ist aber cute. Das ist ein nice Outfit. Ja, krass. Übel. Viel Arbeit. Übel. Alter, das Make-up ist krass. Auch cool. Lieb tanzen wie ein Flummi-Wild. Süß. Oh, voll cute. Richtig. Lee Moritz.
Aber mit Filter, man erkennt gar nicht sein Gesicht. Zu viel Filter. Schon wieder ein Filter. Na, nicht zu viel Filter, Bruder. Okay, das ist kein Filter. Okay, kein Wacken, Abfahrt. Okay, nice, ja. Ah, zu viel Filter. Warte, Wacken ist Metal und Hardrock, ne? Ja. Okay. Der könnte ein Follower von mir sein, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, er ist ein Follower von mir. Ja. Aber also, ich weiß nicht, Bild noch nie gesehen, aber Hobbylos? Schon mit 5 Sternen bewertet. Stark. Ich habe Hobbylos noch nicht mit 5 Sternen bewertet. Das gibt Shitstorm, Alter. Das gibt richtig Shitstorm. Ich weiß nicht, ich höre das nicht so. Es tut mir leid, ich reite mich immer weiter rein. Ich höre es halt auch nicht, weil es sind mir zu viele Sex-Themen tatsächlich. Es geht sehr viel um Sex einfach die ganze Zeit. Ah, okay. Das finde ich so, ja, fühle dich nicht in einem Podcast so die ganze Zeit, aber bestimmt ein guter Podcast. Ja, ich höre tatsächlich am liebsten Podcasts, wo ich was lerne. Wissen Weekly zum Beispiel? Genau. Höre ich auch sehr gerne. Oder ich höre So bin ich eben von Stefanie Stahl. Das sind und Lukas Klaschinski, das sind so Psychotherapeuten. Ja genau, ich höre sowas. Ich höre immer nur so Streber-Podcasts. Okay, Alan. Ist das eine Taube? Das ist eine Taube. Das ist eine Taube, die so ein Swimmy. Geiles Bild, so schön mit Kippe in der Hand, Taube. Lol, das ist cute. Guck mal, das sind coole Gruppenbilder, weil du dann so zensiert hast. Auch, doch, das ist ein gutes Gruppenbild. Das ist cute. Du hast so coole Freunde, mit denen man Spaß haben kann. Ja, ist das eine Taube wieder? Nee. Das ist eine Katze, glaube ich. Fair comparison of your life before anatomy. Lol. Before matching. After matching, after first date. No, stark. Das ist cool. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das ist so kreativ. Also das hier vor war mir ein bisschen zu viel Text. So. Ich habe gar keinen Bock durchzulesen. Aber das ist cool. Das ist mies cool. Das ist richtig cute. Auch wirklich komplett kreativ so. Daniel. Der sieht cute aus. Tischler. Boah, Tischler ist so ein geiler Job, Alter. Sehr cool. Oh, der sieht cute aus. Der ist cute. Knuffig. Aber ich finde, hier ist irgendwas passiert zwischen den Bildern. Hier hat er schon ein paar Sachen gesehen. Hier war er noch so unschuldig. Und hier, der war schon gesehen. Checkst du, was ich meine? Ja, er ist älter. Irgendwas hat er mitbekommen. Aber coole Bild, gutes Bild auch. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. 4K. 1080p. Okay, paar Memes halt. Oh, hey, Nadu, der ist. Findest du nicht? Nadu. Aber warum zusammengeschrieben? Aber auch so dieses Hey, Na, das ist schon. Hi. Ja, okay. Heina ist aber auch ein kleiner Ick. Ist ein kleiner Ick, Alter. Na, du. Na, du siehst das. Ich finde, Heina ist so ein Heina, Bock zu ficken. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, aber will er doch, ne? Dann gönn ihm doch. Und damit sind wir durch. Was ist dein abschließendes Fazit? Ich würde sagen, wir haben eine cute Community. Übel. Eine sehr hübsche Community. Ich bin geflasht. Ich würde euch alle daten. Vielleicht nicht alle. Ich bin sehr zufrieden über die Ausbeute. Übel. Hätte nicht besser laufen können. Was sagst du? Wir haben hübsche Follower. Ja. Wir haben hübsche Zuschauer. Genau. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die bewerten würdet. Ja, aber nett sein. Ja, beim nächsten Mal sind wir nicht so nett. Wir können ja mal nächstes Mal so einen Aufruf machen. Wir wollen euch komplett wegroasten. Ja. Jeden Makel roasten wir. Aber ihr reicht nur ein, wenn das für euch fein ist. Genau. Aber ja, das ist so eine Roast Edition. Wenn ihr eine Roast Edition wollt, abonniert gerne rein, cool, um es nicht zu verpassen. Ansonsten, schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Zu deinem Kanal kommt man jetzt hier. Genau, schaut gerne bei mir vorbei. Wir haben auch ein weiteres Video gedreht, wo wir andere Sprüche bewerten. Wenn ihr wissen wollt, was wir zu diesem Spruch hier sagen. Du musst anfangen, mit den hässlichen Mädchen zu reden. Dann klickt jetzt hier aufs Video und danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren. Ciao.